Wir wollen alle diese eine Gabe finden. Und vielleicht fragst du dich, wann finde ich sie endlich? Wann komme ich an? Und genau deshalb empfehle ich dir, dass du deinen passenden Travel Guide findest, der dich unterstützt, dass du deine Berufung sicher findest und dein Weg dahin leicht und bunt wird. Kennst du das? Wenn du auf eine wichtige Antwort wartest, zum Beispiel nach einem Date oder wo du eine wichtige Prüfung geschrieben hast und das Resultat unbedingt wissen willst. Ich erinnere mich genau an einen solchen Moment. Es war vor 6 Jahren und dieser eine Tag hat mein Leben verändert. Ich nehme dich jetzt einfach mal mit in diesen Tag und stell dir einen warmen Frühlingstag im Mai vor. Du bekommst von dem Ganzen aber gar nicht viel mit. Denn in dir kreist nur ein Gedanke, der dich die ganze Zeit beschäftigt. Du hast dich auf etwas beworben und du weißt nicht, schaffst du es oder nicht. Wenn nämlich das funktioniert, geht endlich ein lang ersehnter Wunsch von dir in Erfüllung. Du bist auf Arbeit, aber kannst dich auf nichts konzentrieren, weil du ständig aufs Handy schielst. Ist die Mail da oder nicht? In der Pause kannst du dich kaum auf ein Gespräch einlassen, weil du so außer dir bist vor Nervosität und ständig deine Mails wieder aktualisierst. Du kommst nach Hause und bist immer noch völlig außer dir, weil die Antwort immer noch nicht da ist. Also lenkst du dich mal mit Kochen ab. Dann vibriert dein Handy und du denkst, ach, das wird die Antwort einer Freundin sein, auf die du noch wartest. Du schaust trotzdem kurz auf den Bildschirm und es ist eine Mail. Es ist die Mail. Du stellst in der Küche alles kurz in Sicherheit, weil du genau weißt, du wirst gleich freudig über die Wohnung tanzen oder es wird eine kleine Welt in dir zusammenbrechen. Du setzt dich hin, um in Ruhe die Mail zu lesen. Der Betreff verrät schon mal gar nichts. Du beginnst zu lesen und der erste Satz sagt dir bereits alles. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihre Bewerbung nicht weiter berücksichtigen können. Der Rest interessiert dich gar nicht mehr. Du schluckst, du bist enttäuscht und du bist wütend. Du bist verwirrt und verzweifelt. Was wollen eigentlich alle von mir? 100 Jahre Berufserfahrung, 20 Ausbildungen, aber bitte unter 30? Wo gibt es diese Menschen? Oder kannst du mir das sagen? Dieser Prozess, sich zu bewerben, Hoffnung, Absage aufgrund von Erfahrung, habe ich über ein Jahr lang jeden Monat mehrmals erlebt. Und diese eine Stelle war meine große Hoffnung, endlich meinen Traumjob im Eventmanagement zu erhalten. Denn schon als Kind liebte ich es, Geburtstagspartys zu organisieren. Und dieser Traum, Feste für andere Menschen zu organisieren, damit sie glücklich sind, hat mich nie losgelassen. Und kennst du das Gefühl, einmal mehr nicht gut genug zu sein, egal wie viel du leistest? Und du spürst, wie du tief in dir zusammensinkst, wie die Titanic auf dem Meeresboden. Dieser eine Tag hat mein Leben verändert. Und heute bin ich sehr dankbar dafür, auch wenn ich ihn damals verflucht habe. Ich dachte immer, es ist mein Traumjob. Aber die ganzen Absagen haben einer meiner wichtigsten Lebensreisen angestoßen. Ich habe angefangen, mich zu fragen, was ich wirklich will. Und darf heute meine Berufung leben. Ich bin Travel Guide. Ja, ich weiß, das ist bestimmt ein Bild von einem typischen Travel Guide im Kopf, so einer auf Reisen oder einem Bergführer. Ich bin jedoch ein Travel Guide fürs Leben. Ich durfte im Network Marketing ein Team aufbauen, habe in der Hotellerie, so in der Erwachsenenbildung, für über 24.000 Menschen einen Rahmen geschaffen, wo sie sich entfalten können. Und durfte insgesamt bereits über 17 Länder in 5 Kontinenten bereisen. In meinem ganzen Prozess habe ich eine Sache verstanden, und zwar, was mein Herz wirklich erfüllt. Ich liebe Klarheit und Orientierung, deshalb Travel Guide. Und ja, klare Partys, Events, das liebe ich immer noch. Aber Menschen auf ihrer inneren Reise zu unterstützen und im Äußeren sichtbar gestalten zu lassen, das ist meine wahre Leidenschaft. Und von meinem ganzen Weg habe ich eine Packliste entwickelt und dir heute die 3 wichtigsten Artikel mitgebracht, welche dich unterstützen können, dass du deine Berufung leichter und schneller findest.
Ich lade dich nun auf eine gemeinsame Abenteuerreise ein und freue mich sehr, dass du da bist. Heutzutage ist eine der größten Herausforderungen von uns Menschen, dass wir unsere echte Gabe kennen. Und dazu gefällt mir die Legende der Götter sehr gut. Sie haben nämlich lange diskutiert, wo sie deine Gaben am besten verstecken sollen, damit du sie erst findest, wenn du mit ihr umgehen kannst. Und kurze Frage mal an dich. Möchtest du wissen, wo sie deine Gabe versteckt haben? Damit du das Versteck aber verstehst, werde ich es erst später auflösen. Aber wisst ihr, was ich echt tragisch finde und ich neulich in Studien und Statistiken gelesen habe? Dass jeder zweite körperliche Beschwerden aufgrund von Stress im Job hat. Dass jeder achte unzufrieden auf seiner Arbeitsstelle ist und sogar 50% seinen Job wechseln würde. Das erschreckt mich sehr, denn ich frage mich, wieso? Hey, wieso verändern diese Menschen nichts? Und deshalb empfehle ich dir, dass du zuerst herausfindest, was du wirklich willst, um nicht in eine solche Situation zu geraten. Auch in meiner Tätigkeit an der Erwachsenenbildung kriege ich immer wieder Anrufe und stelle fest, dass viele Menschen nicht wissen, wohin sie beruflich wollen. Und mein Herzenswunsch ist es, noch viel mehr junge Menschen unterstützen zu dürfen, dass sie ihre wahre Berufung finden und ihren eigenen Weg gehen. Ich bin der Überzeugung, dass wir alle eine große Gabe erhalten haben. Jeder hat eine große Gabe. Auch du. Und sie wartet nur darauf, endlich ausgepackt zu werden. Bedauerlicherweise hast du sie nur sehr tief in dir vergraben. Aber ich behaupte, du weißt genau, dass noch mehr in dir schlummert und traust dich nur nicht hinzuschauen, um mit dir ehrlich zu sein. Aber wieso? Wieso lässt du dich von der Masse mitreißen? Jetzt ist dein Moment. Nicht ohne Grund hörst du mir jetzt zu. Du hast bereits erkannt, dass es in dieser Welt mehr gibt. Und du bist bereits auf deiner Reise, die Reise, um deine Gabe zu finden. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ich sie endlich finden? Und bestimmt hast du den berühmten Satz schon einmal gehört. Du hast alles in dir. Ich gebe dir ein Beispiel, dass du das als Bild für dich mitnehmen kannst. So stell dir doch einmal einen Rucksack vor. Ja, vielleicht so einer wie der hier. Und lass uns zwar jetzt einmal annehmen, dass dieser Rucksack deine Berufung bildet. Und da steckt alles drinnen, was du bisher in deinem gesamten Leben erlebt hast. So wirst du wahrscheinlich nicht nur Leichtigkeit und Leidenschaft finden, sondern bestimmt auch Stress, Trauer und Tränen. Insbesondere findest du jedoch auch Ausbildungen, Erfolge und Liebe. Und wenn du wirklich tief in dich hineinschaust, wirst du noch manches Schmuckstück finden, welches du vielleicht nicht direkt auf ersten Blick erkennst. Und das bringt uns jetzt zum ersten Artikel auf deiner Packliste. Und zwar ist das dieses Fernglas. Es zeigt dir, du sollst tief in dich hineinschauen, um herauszufinden, was wirklich alles in dir steckt. Und ich ermutige dich, dass du ehrlich mit dir bist, um herauszufinden, was wirklich dein Weg ist. Letztens habe ich im Internet einen spannenden Bericht gelesen. Da fragte der Mitarbeiter seinen Chef, wohin er in den Urlaub fährt. Und der Chef antwortete ihm, ich fahre nach Sicht. Der Mitarbeiter war ganz verwirrt und fragte, wo liegt denn das? Also ich habe das noch nie gehört. Und der Chef antwortete wiederum, ich weiß auch nicht, wo das liegt. Aber in der Zeitung steht immer, schönes Wetter in Sicht. Ja, witzig ist die Geschichte auf jeden Fall. Damit du aber nicht planlos bleibst, macht es also Sinn, eine klare Route zu haben. Und dazu habe ich dir ein Erlebnis aus meinem Leben mitgebracht. Ich habe vor ein paar Jahren mit meinem damaligen Partner die Reise nach Australien geplant. Und wir haben uns überlegt, okay, was wissen wir eigentlich von Australien? Es gibt Kängurus, schöne Strände, Koalas, giftige Spinnen und Schlangen. Wir haben uns dann aber gesagt, wenn wir so eine große Reise machen, wollen wir alles mitnehmen und es zu einem richtigen Abenteuer werden lassen. Also haben wir uns im Reisebüro von einer Australienkennerin beraten lassen. Und sie hat uns von Orten erzählt, von denen ich noch nie was gehört habe und die 5-mal schöner waren als die bekannten Orte wie Sydney oder Perth, obwohl die auch ganz schön sind. Und heute ist es ganz normal, dass wir uns coachen lassen.
insbesondere wenn wir ein bestimmtes Ziel erreichen möchten. Wenn wir nur mal in den Sportbereich schauen, jeder Profisportler hat mindestens einen Guide an seiner Seite, der ihn unterstützt, damit er seine Ziele erreicht. Und das ist auch mein Tipp an dich. Wenn du tief in dich hineinschaust, nimm eine Person zur Seite, welche dich anleitet und anführt. Nicht, dass du oberflächlich an den Themen herangehst oder sogar Herausforderungen vermeiden möchtest. Denn wie oft erlebe ich es, dass wir das Gefühl haben, wir müssen alles alleine schaffen. Und wir haben einfach verlernt, einmal Unterstützung anzunehmen. Und das bringt uns zum zweiten Artikel auf deiner Packliste. Und zwar sind das die Wanderstöcke. Es ist mir wichtig, dass du deine eigene Route kreierst und bei Herausforderungen auch Unterstützung annimmst, um deinen Weg zu gehen. So weißt du jetzt also, dass es sinnvoll ist, zuerst herauszufinden, welchen Beruf du mit Leidenschaft ausübst, dass du dann deine eigene Route kreierst und dass dir bewusst ist, du hast bereits alles in dir. Ich habe dir noch ein Erlebnis von meinem Leben mitgebracht. Und zwar liebe ich es ja, in der Natur zu sein und wandern zu gehen. Und als Schweizerin sowieso, wir lieben die Berge. Da habe ich mich an dem einen Tag im Mai letzten Jahres auf eine Wanderung gemacht. Das Ziel war klar, aber den Weg dahin, den kannte ich noch nicht. So habe ich mich einfach mal losgemacht in der frühen Morgenstunde bei Sonnenschein. Und ich komme über wunderschöne Alpen und ich sehe eine Murmeltierfamilie etwas weiter vor mir über die Wiesen springen und die Vögel zwitschern. Ich habe dann die erste große Etappe geschafft, aber ich bleibe stehen. Der Weg weiter auf die Bergspitze ist schneebedeckt. Ich bin zwar bestmöglichst vorbereitet, aber den Schnee, den tiefen Schnee, den habe ich einfach nicht gesehen. Und das bringt uns zum dritten Artikel auf deiner Packliste. Denn alles, was du bisher weißt, das bringt dir nämlich gar nichts, wenn du nicht losmarschierst. Das bedeutet, der dritte Artikel ist der Schuh. Er zeigt dir, du sollst loslaufen und dranbleiben, auch wenn es schwierig wird. Weil du siehst, dass einen richtig guten, festen Halt, das heißt, auch wenn es mal schwierig wird und du Gegenwind erhältst, hast du alles in dir, um weiterzugehen und dran zu bleiben. So bin ich auf meiner Wanderung auch dran geblieben, weil das Ziel war klar und umkehren, das war für mich keine Option. Ich bin zwar langsamer und vorsichtiger weitergegangen, aber ich habe meiner inneren Stärke und meinen Ehrgeiz vertraut und ihn rausgeholt. Und weißt du, es hat sich richtig gut angefühlt, etwas Neues zu wagen und dadurch den tiefen Schnee durchzustampfen und kreuz und quer den Berg hoch. Und ich weiß noch genau, ich habe mich an den dünnen Ästen und grauen Gebüschen irgendwie hochgezogen. Und es war einfach richtig schön, einmal alle Ängste, Schatten und Zweifel hinter mir zu lassen. Und als ich das Ziel erreicht habe, war es ein unbeschreibliches Gefühl. Und mit dieser Story ermutige ich dich, dass du losgehst und dranbleibst, auch wenn es schwierig wird. Denn auch auf dich wartet etwas Großartiges. Und weil es mir wichtig ist, dass du dich auf deinem Weg immer mal wieder feierst, weil ich doch oftmals sehe, dass wir draußen geniale Resultate erzielen und diese nicht mehr feiern, wünsche ich mir, dass du dich feierst, so wie ich mich gefeiert habe, dass du dich auf deinem gesamten Weg immer wieder feierst, für den kleinen und großen Erfolg. Und genau dafür schenke ich dir eine Übung, weil es oftmals auch wichtig ist, dass wir uns selbst spüren. Ich lade dich nun ein, mach doch einfach mal mit. Die Übung schenkt dir eine innere Stärke. Und du wirst einen Anker setzen für den Mut, die Route deines Lebens zu leben. So bitte ich dich, steh doch einfach einmal auf, dort, wo du gerade bist, und vielleicht machst du vor dir so noch ein bisschen Platz. Stell dir nur vor, du stehst auf der Spitze des Berges und du genießt eine atemberaubende Aussicht. Du schaust einmal rund um dich, du siehst weitere Menschen, du weißt, du bist nicht alleine. Dann nimmst du deine Arme weit nach vorne und du schaust über die Fingerspitzen hinweg und du beginnst zu lächeln. Du spürst, wie dein Herz warm wird. Dann nimmst du deine Arme weit nach oben in den Himmel. Den Blick, den hältst du oben, schaust weiterhin über die Fingerspitzen hinweg und du genießt dich, weil du dich jetzt feiern darfst und du darfst stolz sein auf dich, auf alles, was du bisher erlebt und gemeistert hast, auf den ganzen Weg. Und du spürst, wie du immer mehr lächelst und die Wärme aus deinem Herzen sich im ganzen Körper verteilt
Es fühlt sich an, als hättest du 1000 Schmetterlinge in dir. Dann nimmst du deine Hände auf dein Herz. Und wenn es für dich stimmig ist, schließe deine Augen für einen Moment. Und du sagst dir einfach mal Danke. Danke für den Mut, den du hattest, diesen Weg mit allen Höhen und Tiefen zu gehen. Du weißt, dass du gut genug bist, dass du stolz bist auf dich und dass du dich feiern darfst. Und du weißt, dass alles in dir, um deine Ziele zu erreichen und immer weiter zu gehen. Dann speicherst du diesen Moment tief in dir ab. Du darfst deine Augen wieder öffnen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Du darfst dich wieder hinsetzen. Ja, jetzt gelangen wir bereits an das Ende dieser Keynote-Reise. Und ich bin dir noch den Schluss mit der Geschichte der Götter schuldig. Sie haben also lange diskutiert, wo sie deine Gaben am besten verstecken sollen und wurden sich einig, auf der Spitze des Berges oder tief auf dem Meeresboden. Da wärst du einfach, da wirst du sie zu schnell finden. Ein junger Gott hatte dann die grandiose Idee, die Gabe ganz einfach und direkt in dir selbst zu verstecken. Die älteren Götter, die schmunzelten dann und sagten, das ist eine gute Idee. Denn dort findet der Mensch seine Gabe erst, wenn er die Reife dazu erlangt hat. Wir wollen alle diese eine Gabe finden. Und vielleicht fragst du dich, wann finde ich sie endlich, wann komme ich an? Und genau deshalb empfehle ich dir, dass du deinen passenden Travel Guide findest, der dich unterstützt, dass du deine Berufung sicher findest und dein Weg dahin leicht und bunt wird. Und für deinen eigenen Weg gebe ich dir einen letzten Impuls mit. Denn als Travel Guide ermutige ich dich, dass es nicht darum geht, um anzukommen, sondern es darum geht, überhaupt auf Reise zu gehen und die Reise zu genießen, während du dich genießt. Denn Wanderer gehen auch nicht nur wandern, um die Bergspitze zu erklimmen, sondern sie gehen wandern, um den Weg, die Natur und die Zeit für sich zu genießen. Nimm jetzt deine Packliste, denn jetzt weißt du, dass du zuerst tief in dich hineinschauen darfst, um herauszufinden, was du wirklich willst. Dass du dann deine eigene Route kreierst, deinen eigenen Weg gehst und an der richtigen Stelle Unterstützung annimmst. Und dass du schlussendlich einfach losmarschierst. Ich wünsche dir den Mut, die Route deines Lebens zu leben. Vielen Dank.